Warum gibt es so viele Menschen, die hungern müssen? Warum gibt es immer noch Krieg? Warum gibt es Naturkatastrophen? Was ist mit Sex? Was ist mit der Liebe? Lauter solche Gesprächsthemen wurden dort im Prinzip geklärt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nick und jetzt sprechen wir über ein Buch, was für mich 2017 super entscheidend war, um endlich wieder aus so einem emotionalen Tief rauszukommen und konkret zu wissen, wo möchte ich hin, was will ich genau machen, und mir dann wieder zu einem weiteren Durchbruch in meinem Leben verholfen hat. Das Buch, um das es heute geht, nennt sich Gespräche mit Gott. Und vielleicht kennst du diesen Titel schon. Davon gibt es nämlich ganze drei Teile von Neil Donald Welch. Der ist nämlich der Autor davon. Und in diesem Buch geht es im Prinzip um einen Dialog. Einen Dialog, den Neil Donald Welch mit Gott zusammen hat. Es ist alles andere als einfach nur eine neue Bibel. Es ist auch kein Regelwerk oder auch keine Märchengeschichte, sondern dabei geht es ernsthaft um einen Dialog, also ein richtiges Gespräch zwischen Neil Donald Welch und Gott in diesem Fall. Um jetzt auf alle Notizen einzugehen und vor allem Tipps, die ich dir da mitgeben möchte, was ich aus diesem Buch gelernt habe, würde das komplett den Rahmen sprengen. Wir würden hier wahrscheinlich über eine Stunde für brauchen. Was aber auch viel effektiver ist, ist einfach, dass du dir das Buch entweder auf Audible kaufst, um es dir als Hörbuch anzuhören, oder du es dir einfach so kaufst. Und alle Freunde, Bekannten und Verwandten, denen ich das bisher weiterempfohlen habe, jeder hat das Gleiche gesagt, und zwar, dass sie total fasziniert waren davon, dass es ihnen geholfen hat, ihre Denkweise und ihre Komfortzone zu erweitern, dass es ihnen neue Blickwinkel gegeben hat, die sie zuvor nicht hatten, und dass sie das Buch schon ein zweites oder sogar drittes Mal gelesen oder gehört haben, weil es so geil ist, und die meisten sich sogar schon den zweiten und den dritten Band davon bestellt haben, genauso wie ich beispielsweise auch. Also, fangen wir mal direkt an mit meinen größten Erkenntnissen daraus. Die erste Sache, die in mir die erste Notiz ausgelöst hat, war das, dass Menschen viel zu sehr damit beschäftigt sind, einen Lebensunterhalt zu verdienen, anstelle ein Leben zu kreieren. Nun, was soll dir das sagen? Die Frage, die ich dir stelle, ist ganz einfach. Stellst du auch fest, dass du viel zu häufig gefangen bist oder dich gefangen fühlst, einfach damit zu gucken, wie du über die Runden kommst, wie du aus dem Hamsterrad ausbrechen kannst, wie du vielleicht schnell mit deinem Studium fertig wirst. Und es dreht sich alles nur darum, so einen Lebensunterhalt zu verdienen. Mehr zu verdienen, mehr zu verdienen, mehr zu verdienen, mehr zu verdienen, mehr zu verdienen als zuvor. Ist es das, worum es sich die ganze Zeit dreht, wirklich nur diesen Lebensunterhalt zu verdienen? Oder verbringst du wirklich die meiste Zeit deines Lebens damit, ein geiles Leben zu kreieren, ein geiles Leben zu erschaffen, was du so leben möchtest, wo du auch die meiste Zeit nicht damit verbringst, Geld zu verdienen, sondern damit verbringst, wirklich Leidenschaften nachzugehen und Dinge zu tun, auf die du richtig Lust hast und die dir Spaß machen. Die zweite Sache, die extrem in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist die, und zwar: Der Akt des Wollens drängt alles, was du willst, weiter von dir weg. Wenn du jetzt ans Universum glaubst, wenn du an das Gesetz der Anziehung glaubst und daran glaubst, dass Dinge, die du dir vorstellst, Dinge, die du dir wünschst, Dinge, an die du ständig denkst, dass die passieren, weil du sie dementsprechend anziehst, aber auch dafür arbeitest, dafür etwas tust. Wenn das ist, woran du glaubst, und ich sage jetzt nicht, dass ich dir empfehle, daran zu glauben, aber beschäftige dich einfach ein bisschen mehr mit dem Gesetz der Anziehung und achte dann auf diese ganzen Zufälle, die in deinem Leben passieren, über die du vorher nachgedacht hast oder auf die du hingearbeitet hast, die plötzlich sich ergeben. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube eher ans Universum und vor allem daran, dass es auch Schicksal gibt und Schicksal, was sich positiv mischt mit dem Akt des Tuns, dass du etwas dafür tust. Nun, wenn du jetzt daran glaubst, dann habe ich schon mal ein Video gemacht, in dem ich von Intentionen gesprochen habe, in dem ich davon gesprochen habe, dass es nicht darum geht, dass du etwas willst, weil etwas zu wollen signalisiert, du willst es, also kriegst du zurück noch mehr Wollen, ich will noch mehr davon. Stattdessen geht es darum, weg aus dem Mangeldenken zu kommen, indem du etwas willst, und hinzu in ein Denken von Fülle zu kommen, indem du verstehst, dass du schon hast, dass du schon bist. Ja? Also ich habe, ich bin, etwas ist bereits. Okay? Dass du etwas in die Existenz sprichst und schon so lebst, fühlst und denkst, als ob es da ist, obwohl es noch nicht da ist und du es eigentlich insgeheim willst. Aber diesen Drang und diesen Gedanken des Wollens wegzukriegen und stattdessen ins Haben zu kommen, ins Sein zu kommen, ins Ich Bin zu kommen. Ich habe mir hier eine ganz coole Erklärung aufgeschrieben gehabt, weil das ein echt schwieriger Prozess war, das damals zu verstehen.
Gleichzeitig aber führe ich genau auf diese Erkenntnis ziemlich viel von meinem Erfolg und den Dingen, die ich habe, zurück, weil ich angefangen habe, raus aus dem Mangeldenken zu kommen. Also Beispiel, wenn du mehr Geld willst, manifestierst du im Universum den Gedanken, dass du mehr Geld willst. Das Universum ist wie ein Flaschengeist, es erfüllt dir alles, was du manifestierst. Dementsprechend wirst du nie viel Geld haben, solange du Wollen manifestierst, weil du jedes Mal aufs Neue mehr Geld willst, es aber nicht kriegst. Stattdessen solltest du die mächtigen Worte Bin, Haben und Sein verwenden, weil diese Worte deinem Gedanken einen anderen Zustand verleihen. Und wenn du reich bist, dann bist du reich. Ich bin reich statt ich will reich sein. Ich hoffe, diese Erklärung hat nochmal etwas mehr geholfen. Ansonsten empfehle ich dir ganz einfach auf YouTube nach Videos zum Thema Manifestieren und Gesetz der Anziehung zu suchen oder gegebenenfalls erstens selber das Buch Gespräche mit Gott zu hören und zu lesen. Oder dir eben The Secret auf YouTube, Netflix oder wo auch immer du es findest, anzugucken und wirklich dich einfach mal nur davon inspirieren zu lassen und zuzuhören, was die Menschen dort erzählen. Die erste Sache, die ich gemacht habe, nachdem ich das verstanden habe, war, meine Gedanken komplett zu säubern. Ich habe jegliche Gedanken, die negativ sind, jegliche Gedanken, die im Wollen- oder im Mangelzustand sich befinden, habe ich komplett gesäubert und ausgetauscht durch positive Gedanken, durch Gedanken der Fülle und vor allem auch konkretisiert in Worte aufgeschrieben, dadurch, dass ich es schon habe, dass es schon da ist, dass ich mich schon so fühle, statt das Gegenteil zu machen oder daraus eben eine Negation zu machen. Die letzte und fast schon wichtigste Erkenntnis für mich war die, dass wir Menschen uns eigentlich nur nach einer einzigen Sache sehnen, und zwar nach Liebe. Wir wünschen uns die Liebe und die Anerkennung von unseren Partnern. Wir wünschen uns die Liebe und Anerkennung von unseren Eltern. Wir wünschen uns die Liebe und Anerkennung von unseren Arbeitskollegen, Freunden und all den anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Als ich das verstanden habe, ist so ziemlich alles Böse, was ich jemals gesehen habe, fast schon verpufft. Weil ich gesehen habe, dass das meiste einfach nur ein Hilfeschrei nach Liebe ist. Egal, ob er von mir kam oder von meinem Umfeld. Ab dem Punkt, wo ich auch verstanden habe, dass fast alle Handlungen, die jemand vollzieht, daraus geschehen, dass er sich Liebe wünscht, dass sich die Person Anerkennung wünscht, ja, gleichzeitig auch, und diese Aufmerksamkeit, habe ich ein viel besseres Gespür und Gefühl für andere Menschen bekommen und vor allem auch, wie ich ihnen dabei helfen kann, das besser zu leiten und vor allem auch zu verstehen. Gleichzeitig habe ich ein viel besseres Verständnis für mich bekommen und dadurch auch eine gewisse Tiefe, die mir geholfen hat, auch mehr zu lieben und mehr von dem zu kriegen, was ich möchte und den Menschen in meinem Umfeld ebenfalls dabei zu helfen, mehr von dem zu kriegen, was sie möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Schreib mir doch deine besten Buchempfehlungen unten in die Kommentare rein und ob du Gespräche mit Gott selber schon gelesen oder gehört hast und wenn ja, was dir daran am besten gefallen hat. Teile dieses Video unbedingt mit jemandem, dem das helfen wird, von dem du weißt, ey, das ist genau sowas, wonach gerade diese Person sucht. Und wenn du mehr Videos sehen möchtest, solltest du definitiv auf Abonnieren klicken, falls du das nicht schon gemacht hast, und die Glocke aktivieren, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online kommt. Wenn du mehr zu meiner Person und allem anderen, was ich so mache und was du auch für Möglichkeiten hast, mit mir zusammenzuarbeiten, erfahren möchtest, dann klickst du unten auf die Beschreibung und findest dort alle weiteren Links. In dem Sinne, ich freue mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen. Das war's von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao.